Umgeben von mächtigen Bergen, direkt unter der roten Wand, liegt auf 1793 Metern Seehöhe einer der schönsten Bergseen der Alpen. Der Formarinsee mit seinem kristallklaren Wasser. Im Südosten befindet sich die Freiburger Hütte und im Osten liegt das Karstgebiet des Steinernen Meeres, während nach Nordosten ein Wildfluss seinen Weg beginnt. Das Ganze nennt sich das Lechquellgebirge. Und hier oben entsteht der letzte noch funktionierende Wildfluss der nördlichen Kalkalpen. In heißen Sommern ist die Quelle nur schwer zu finden, wobei es keine Einigkeit gibt, wo nun der Lech wirklich entsteht. Bereits der junge Lech ist ein beeindruckender Bach, der sich seinen Weg ins Tal sucht. Über Felsen bildet der letzte Wilde imposante Kaskaden, die es lohnen, kurz zu verweilen und sich faszinieren zu lassen. Der Lech fließt auf seinem Weg zur Donau durch Vorarlberg, Tirol und Südbayern. Dabei legt er einen Weg von 264 Kilometern zurück. Durch eine malerische Landschaft führt der Weg nach Lech am Arlberg, wo der Fluss das erste Mal einen Ort durchfließt und in ein enges Bachbett gezwängt wird. Auch die alte Pfarrkirche ist einen Besuch wert. Finden sich doch hier beeindruckende Fresken, die ab 1530 entstanden sind und aus der St. Nikolauskirche etwas ganz Besonderes machen. Während sich im Winter hier das Who is Who aus Wirtschaft, Politik und Adel sowie Film und Fernsehen trifft, sind es im Sommer tausende Wanderer, die den Ort und die umliegenden Berge erobern. Im Ortsteil Stubenbach führt der Flusslauf in eine tief eingeschnittene Schlucht, aus welcher der Lech erst wieder kurz vor Steg in Tirol hervortritt. Mitten in der Schlucht überquert der Lech die Landesgrenze zu Tirol und ist ab hier bis zur Grenze nach Deutschland als Natura 2000 Gebiet ausgewiesen und mit dem Prädikat Naturpark versehen. Schwer bis nicht zugänglich fließt der Lech in der Schlucht ungehindert in seinem Bett. Dieses liegt an manchen Stellen bis zu 400 Meter tief eingeschnitten, gut unter dem Wald verborgen im Tal. Ortsteil Prenten tritt der Lech wieder aus der Schlucht hervor und schlängelt sich durch die Wiesen. Steg ist der zweite Ort, durch den der Lech direkt hindurchfließt. Darüber hinaus ist Steg die erste Gemeinde im Naturpark Tiroler Lech im oberen Lechtal. Hier siedelten bereits die Kelten am Oberlauf des Lika, wie der Lech zu dieser Zeit genannt wurde.
Durch Felder und an Berghängen vorbei führt das Flussbett auf seinem Weg auch manches Mal an die Orte heran. Eine große Zahl von Brücken überspannen den Fluss, ob für den Straßenverkehr oder als Fußgänger- und Fahrradbrücken. An der Höhenbachbrücke in Holzgau findet sich eine Besonderheit. Das Arma Christi-Kreuz, welches sämtliche Waffen zeigt, die in Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu stehen. Das anmutige Lechtal ist ein enges Tal, welches von Steg bis Forchach reicht und von den Lechtaler und Allgäuer Alpen umrahmt ist. Von den unzähligen Freizeitaktivitäten, die man am Lech ausüben kann, gehört neben Wandern und Radfahren das Rafting zu einer der beliebtesten. Der Hauptort des Tiroler Lechtales ist Elbigenalb und ist mit 827 Einwohnern die größte Gemeinde des Lechtals. Ist mittlerweile zu einem mächtigen Fluss angewachsen. Er fließt 62 Kilometer durch Tirol, bevor er bei Füssen die Grenze nach Bayern überquert. Die Unterschutzstellung des Lech erfolgte mit der Ausweisung als Natura 2000 Schutzgebiet auf Initiative der EU bereits im Jahr 2000. Bis 2004 wurde eine angeregte Diskussion darüber geführt, welches Prädikat dieses Schutzgebiet nun erhalten sollte, Nationalpark oder Naturpark. Der Naturpark Tiroler Lech machte schließlich das Rennen. Vorbei an den Orten Holzgau, Bach, Elbigenalb und Heselbeer führt der Weg nach Elmen, wo sich auf der Klimmbrücke das Naturparkhaus und seit kurzem direkt an der Bundesstraße die Naturparkverwaltung mit der Ausstellung Der letzte Wilde befinden. Wir befinden uns hier inmitten des Naturpark Tiroler Lech, in Elmen, also im Herzen des Naturparks. Der Naturpark erstreckt sich letztendlich über 62 Kilometer von Schleg hinunter bis nach Vils bzw. bis nach Füssen, wo der Lech dann in die bayerische Seite hineinfließt. Für die Ausstellung letztendlich vom Gesamtüberblick hinein in die Details und erzählt von den einzelnen Lebensräumen. Hier zum Beispiel die Brunnenwässer, die an dieser Wand dargestellt sind mit den verschiedenen Vertretern. Auf der anderen Seite dann die Seitenbäche und die Seitentäler mit den ganz anderen Artenvorkommen. Und so kommen wir dann von der Entstehungsgeschichte dieses Drucktales, das einen Gletscher geformt hat, hin zu den ganz charakteristischen Lebensräumen eines Wildflusses. Und das sind die Schotterbänke. In Lechauen bei Martinau liegt, in einem Wald versteckt, ein Frauenschuhgebiet, das weit und breit seinesgleichen sucht. Der Frauenschuh blüht von Mitte Mai bis Mitte Juni und steht unter Schutz. Er darf weder gepflückt noch ausgegraben werden. Um dies sicherzustellen, kümmert sich die Bergwacht zum Schutz der seltenen Blumen bereits seit 60 Jahren um dieses Gebiet. Zwischen Stanzach und Forchach hat der Lech seine größte Ausdehnung.
Die Buhnenfelder, auch Lechperle genannt, sind sein Markenzeichen und geben dem letzten Wilden genügend Raum, um sich bei Hochwasser zu entfalten. Abenteuerlich anmutend ist die Hängebrücke über den Lech, die den Wanderparkplatz bei Forchach mit dem Schwarzwassertal verbindet. Hier am Lech haben insgesamt zwei große Live-Lech-Projekte stattgefunden. Das zweite ist jetzt 2022 abgeschlossen worden und hat 2016 gestartet. Also war ein sehr umfangreiches Projekt, wo insgesamt 13 große Maßnahmen, flussbauliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Hier an der Forchacher Hängebrücke ist eines dieser Maßnahmen, hier steht 13, wo das Flussbett von insgesamt 30 Meter auf 110 Meter erweitert wurde. Dass der Wildfluss Lech ein intakter Lebensraum ist, dazu gehört, dass wir uns alle dafür einsetzen und dass wir alle für seinen Schutz uns auch anpassend verhalten. Ein naturverträgliches Verhalten bedingt zum Beispiel, dass man die Schotterbänke während der Brutzeit von März bis August nicht betritt. So können die Bodenköter ihre Jungen aufziehen und laufen keine Gefahr vor Zerstörung. Letztendlich kann Naturschutz nur gemeinsam funktionieren, indem jeder und jede mithilft. Die Sand- und Schotterablagerungen des Flusses sind ein wertvolles Gut, welches von drei großen Schotterwerken dem Lech entnommen wird. Ein wichtiger Player am Lech ist der erste außerferne Fischereiverein, der in den Lechauen kurz vor Höfen ein Vereinshaus und einen Fischteich betreibt. Von Mittwoch bis Sonntag sind täglich ab 10 Uhr die Gäste willkommen. Selbstgeräucherter Fisch gehört zu den Highlights, die der Verein bietet. In einem schnurgeraden Flussbett geht es weiter nach Höfen, wo nach der Geschiebefalle die erste Wehranlage den Lech bremst. Hier wird ein Teil des Wassers in einen Kanal geleitet, an dem zwei Kraftwerksanlagen nachhaltigen Strom erzeugen. In Höfen befindet sich das Flugzeugmuseum Hangar SW. Wir sind, meine Frau und ich, seit vielen Jahren überzeugte Wallechtaler. Meine Eltern haben sogar seit 1985 ein Haus im Lechtal und leben seit 1989 permanent hier. Und ich bin seit meinem Pilotenschein 1996 Mitglied im Fliegerclub Reute Höfen. Und da war es für uns natürlich sehr naheliegend, dass wir, wie wir uns entschlossen haben, ein Museum zu gründen, das dann, wenn möglich, hier am Flugplatz heute machen. Wir haben dann Gott sei Dank Unterstützung auch von Seiten der Politik bekommen. Das heißt, wir konnten ein Grundstück kaufen. Wir haben dann auf diesem Grundstück den Hangar, den Sie hier sehen, erbaut und haben dann von
2019 über die Pandemie hinweg diesen Hangar eingerichtet. Für uns war das Konzept des Museums insofern wichtig, als wir ja nur relativ beschränkte Räumlichkeiten für die im Gegensatz dazu sehr großen Flugzeuge zur Verfügung haben. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir wollen nicht eine Vielzahl an Objekten, dafür aber sehr gehaltvolle und seltene. Von Türkis nach Braun verändert. Folgenschwere Hochwasserereignisse sind am Lech zwar selten, sie kommen aber doch vor. So kam es nach den Jahren 1910, 1911 und 1999 im August 2005 erneut zur Katastrophe. Mit Reutte hat der Lech den größten Ort auf Tiroler Seite erreicht. Reutte ist auch der Hauptort des Bezirkes mit dem Sitz der Verwaltung. Der Fluss bildet hier die Gemeindegrenze zwischen Reutte und Lechaschau, die über eine Brücke miteinander verbunden sind. In Pflach wurde ein Vogelschutzgebiet etabliert, in dem sich unzählige heimische Vogelarten pudelwohl fühlen. Um diese auch in Ruhe beobachten zu können, wurden ein Vogelbeobachtungsturm und ein Lehrpfad errichtet. Die zweite Staustufe auf österreichischer Seite befindet sich am Kniepass, von wo das Wasser durch eine Druckrohrleitung zum Kraftwerk Weißhaus geleitet wird. Noch einmal kann sich der letzte Wilde in einem breiten Flussbett so richtig entfalten. Kurz nach der Ulrichsbrücke fließt die Vils in den Lech, bevor sein Weg über die Grenze nach Deutschland führt. Direkt nach der Grenze zu Deutschland erwartet uns das Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies, welches mit seiner Ausstellung, dem Bergwaldpfad und dem Auwaldpfad begeistert. Herzlich willkommen bei uns im Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies. Wir sind hier in unserer neuen Ausstellung, also neue Eröffnung war 2021, Mein Wald. Was kann man bei uns alles in unserer Ausstellung erfahren? Was kann man lernen? Wir haben verschiedene Punkte, Schwerpunkte in dieser Ausstellung. Es geht einmal um Lech, um Wasser als Lebensquelle, aber auch die moderne Holzwirtschaft, dann Tiere im Wald, welche Bäume bei uns im Bergwald wachsen und auch Wald mit Kunst. Also zum Beispiel haben wir hier unsere Station, wo man die verschiedenen Baumarten kennenlernen kann. Man kann es herausschieben, hier haben wir zum Beispiel die Esche. Man sieht, wie das Eschenholz ausschaut und dann standen nur wichtige Informationen, was die Esche ausmacht. Da
Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Baumarten, von der Kirsche über die Esche, über den Ahorn. Und wie gesagt, man hat immer das Holz dazu und lernt vieles über diese verschiedenen Baumarten kennen. Hier sind wir bei unserem Baumeister der Wildnis. Es ist zugeklappt, siehst du verschiedene Baus, soll ich mal sagen, genau. Und man muss raten, wer der Architekt ist. Es ist wirklich faszinierend, was zum Beispiel eine Hornisse alles bauen kann, dieses kleine Tier. Oder natürlich der Biber, wie eine Biberburg funktioniert, wie fleißig der Biber ist, um diese Biberburg schaffen zu können. Jetzt sind wir eher ein bisschen in unserer Fantasie-Ecke, nennen es mir. Wald inspiriert, sowohl in der Kunst wie auch im Gedicht, aber auch unsere eigene Sinne kann der Wald inspirieren. Zum Beispiel mit unserem Touchscreen. Was seht ihr da? Man kann sich so ein bisschen so nachher zeichnen und überlegen, okay, das könnte theoretisch eine Faschingslarve sein. Fast. Ein Tiger hätte sein sollen. Und jetzt sind wir bei meinem Landstück von der Ausstellung. Vielleicht fragt ihr euch, was wir damit machen. Aber ich kann es nicht sagen, weil es macht richtig Spaß. Da kann man nämlich seinen Taler rollen lassen. Oh, natürlich in gegengesetzter Richtung. Und wir freuen uns immer, wenn jemand den Taler rollen lässt, sage ich ganz ehrlich. Mit dem Lechfall ist der Fluss endgültig in Bayern angekommen und sein ungehinderter Weg zu Ende. Ab Füssen wird der letzte Wilde jäh gezähmt. Denn über 20 Staustufen, die nur durch träge Fließstrecken unterbrochen sind, warten auf ihn. Bereits bei Füssen befindet sich die erste Staumauer, bevor er zum Forgensee wird, welcher die größte Wasserfläche im Verlauf des Lech darstellt. Der Forgensee, auch Speicher-Rosshaupten, ist mit 15,2 Quadratkilometern Fläche der fünftgrößte See Bayerns und der flächenmäßig größte Stausee Deutschlands. Der See ist heute ein beliebtes Naherholungsgebiet und Ausflugsziel, bietet sein Ufer doch Möglichkeiten zum Baden oder für Wassersport. Auch die Erkundung des Forgensees mit dem Ausflugsschiff macht das Gewässer erlebbar. Durch die Staumauer in Rosshaupten wird das darunterliegende Kraftwerk mit dem nötigen Wasser versorgt, um daraus Strom zu erzeugen. Auch Freizeitkapitäne kommen auf ihre Kosten, denn es gibt einen Segelclub und einen Bootshafen. Der Stausee bei Prem ist als Vogelschutzgebiet ausgewiesen und verfügt über eine eigene Vogelbeobachtungsstation. Die Staustufe ist um einiges kleiner als jene in Rosshaupten. Von Prem nach Lechbruck ist es nur ein Katzensprung,
Und bereits bei Urspringen wartet die dritte Staustufe auf den Lech. Die Stromschnelle bei Lechbruck ist vor allem optisch eine willkommene Abwechslung im ansonsten kanalisierten Flussbett. Auf seinem Weg nach Schongau stellen sich noch weitere Staustufen dem gezähmten Wilden in den Weg. Dadurch sind jedoch schöne Seen, Aulandschaften und Naherholungsgebiete entstanden. Die in der Litzauer Schleife geplante Staustufe 5 konnte durch ein Bündnis von Anwohnern, Wissenschaftlern und Naturschützern 1986 verhindert werden. Die Stromerzeugung ist und bleibt aber dennoch ein wichtiger Aspekt der Nutzung des Lech. Wird doch der elektrische Strom aus erneuerbarer Energie immer wichtiger, um die Energiewende zu schaffen. Die Kreishauptstadt Schongau. Moderne Stadt mit altem Kern. Industrie trifft Geschichte. Der Lech fließt träge zwischen neuer und alter Stadt hindurch. Zwischen Schongau und Landsberg am Lech errichtete die bayerische Landesregierung 1950 eine Gedächtnisstätte, die an die Konzentrationslager um Landsberg am Lech erinnern soll. Hier hat auch ein Biber seine Spuren am Ufer hinterlassen. Die Kühle des Schattens der Bäume ist angenehm bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Landsberg am Lech ist mit rund 29.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt am Fluss. Das Katharinenwehr staut den Lech nicht zur Stromgewinnung, sondern versorgt einen Kanal durch die Altstadt mit Wasser, der früher für den Antrieb von Wasserrädern genutzt wurde. Die Tore und Türme sind ein Teil dessen, was Landsberg am Lech besonders macht. Ein sehr romantischer Bau ist der Mutterturm, direkt in der Nähe des Lechufers. Thank you.
Einige Kraftwerksbetreiber nehmen viel Geld in die Hand und bringen die Laufkraftwerke am Lech auf den neuesten technischen Stand, wobei meist auch Fischtreppen entstehen und so der Natur geholfen wird. Die Stauseen sind aber auch geeignete Lebensräume für verschiedene Vogelarten geworden, die hier ihr Zuhause gefunden haben. Die Stauseen laden auch zu den verschiedensten Wassersportarten ein, wie etwa hier zum Rudern. Bei Staustufe 19 finden sich auch Spuren in den Sedimentschichten, die zeigen, wie sich der Lech in den Untergrund gegraben hat. Einige dieser Schichten sind 8 bis 10 Millionen Jahre alt und zeigen Sedimente aus vergangener Zeit. Augsburg ist die größte Stadt am Lech. Quirliges Leben auf den Straßen, während andere auf einer Parkbank innehalten. Die alte Fuggerstadt verfügt über eine sehenswerte Altstadt, die zum Großteil Fußgängerzone ist. Die Lechkanäle durch die Altstadt gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dieses Wassermanagementsystem war in früheren Zeiten für den Antrieb von Mühlrädern zuständig. Der Name der Stadt geht auf das im Jahre 15 vor Christus gegründete römische Heerlager und die spätere römische Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum zurück. Durch dichte Auen fließt der Lech an Augsburg vorbei und bietet Erholung für den Stadtmenschen. Ein Problem, welches die massive Kraftwerksnutzung des Lech mit sich bringt, ist die Verlandung der Stauseen, da der Fluss den Untergrund nicht mehr weiter transportiert, sondern ablagert. Vorbei an uralten Auwäldern legt der Lech seine letzten Kilometer zurück. Als ob die Natur den letzten Wilden noch einmal verabschieden möchte, steht sie Spalier und begleitet ihn auf seinem Weg, bevor er sich bei Marxheim mit der Donau vereinigt.